Wie haben Sie davon erfahren, dass Kennedy nach Wiesbaden kommt? Wie im Einzelnen, das kann ich ihm nicht sagen. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass man vorher auch über die Presse in irgendeiner Form informiert ist, das kennt. Und das kam also bei uns. Ich war damals als junger Polizeikommissar, als Ausbilder dann an der Hessischen Polizeischule. Und das bedeutete, dass wir also den Auftrag kriegten, eine Hundertschaft zusammenzustellen, die also für Absperrmaßnahmen, die mit denen man erwartet und die man geplant hatte, zur Verfügung stehen. Und ich wurde dann bei dieser Einsatzhundertschaft eben als Zugführer vorgesehen. Und dann wusste man, aha, am 25. Jahr war es. Das wusste man und sagte, morgen früh fahren wir los zum Einsatz. Also das nicht. Aber das da großartig vor. Nee. Es hatte sich so ange, dass man wusste, aha. Denn über eins muss mir klar sein: 1963, Kennedy war ein amerikanischer Präsident. Und so richtig berühmt ist er ja erst ein bisschen hinterher geworden, wenn man so will, gell, und so weiter. Also der amerikanische Präsident kam. Das wusste man, wie auch immer. Und wir haben Einsatz, wussten wir auch. Gab es bei den Vorbereitungen und Planungen dann einen Nein, Austausch auch mit den Amerikanern? nein, überhaupt Und Sie haben es auch nicht geprobt, den nicht. Einsatz. Es Überhaupt war nicht. nur bekannt Ja, Ihnen und es war ja auch nicht unbedingt der erste Einsatz von der Polizei. Wir waren ja auch schon bei vielen anderen Einsätzen. Es war eine von vielen Einsätzen, die wir hatten. Es ging halt, wir mussten rüber zur Absperrung, weil der Präsident kommt. Ja, und dann, wenn ich mich richtig erinnere, wir sind früh zum Einsatz in die Gegend von Hanau gefahren. Da ist der Präsident gelandet, wahrscheinlich Hubschrauber. Also das in der Hanau, ich weiß den Ort nicht mehr. Dort sind wir hingefahren und wurden dort zur Absperrung. Und dort kam dann plötzlich auch ein PKW, schön. Und da kam der Präsident, und zwar im Beisein von Bundeskanzler Erhard und dem hessischen Ministerpräsident Georg August Zinns. Die fuhren zum ersten Mal, wenn ich so sagen darf, an mir vorbei und die setzten sich dann Richtung Frankfurt in Bewegung. Nicht? Und da war bei uns erst einmal nach 2, 3 Minuten die ganze Geschichte erst einmal vorbei. Ja, und dann ging es rüber nach Wiesbaden. Aber das kann ich mich noch erinnern, wir sind darüber geschafft. Den Ort weiß ich nicht mehr. In der Gegend von Hanau war das irgendwie, gell? Dort ist er gelandet und dann Richtung, in Begleitung dieser beiden Herren, natürlich andere auch, klarer Fall. Die sehe ich noch so an mir. Oh, guck, der Präsident kommt. Wie man genau. Und in Wiesbaden selber haben Sie dann auch noch mal Kennedy gesehen, Ja, oder? sehr intensiv. Wir wurden also dann hier in Wiesbaden zur Absperrung auf der Wilhelmstraße eingesetzt. Richtung Kurhaus auf der rechten Seite gegenüber vom Café Blum. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Waren wir eingesetzt und ich auch mit meinem Zug. Ja, und dann steht man erst ist stundenlang rum, passiert gar nichts. Immer mehr Leute kommen und keine Bösartigkeiten. Heute sehen die Dinge anders aus als damals, alles friedlich. Bis dann plötzlich der Präsident kommt, wie das so war, nicht? Und dann kam er, wie hieß das Hotel damals? Ich weiß nicht. General von Stolpen. Ja, dort kam er, da war er ja wohl nieder und dann kam er aus dieser Richtung gefahren. Ja, und dann steht man, ich habe mich schon gesagt, man steht und dann ist er in einer Minute an einem vorbeigefahren und da fuhr, aber er stand damals schon im Wagen und winkte nach allen Seiten und bog dann ins Kurhaus ab. Weg war er und wir standen wieder. Und dann passierte etwas, das kam wie überraschend für mich. Plötzlich hieß es, der Präsident kommt wieder aus Richtung Kurhaus. Sag ich, ist da, der kam relativ früh alleine zurück auf der Rückfahrt, kam vom Kurhaus und fuhr wieder am Café Blum vorbei Richtung Hotel und wir standen noch da und da war nicht mehr so viel Betrieb und
er stand wieder grüßend im Auto und jetzt darf ich sagen, und da habe ich den Präsidenten Kennedy auf 10 Meter Entfernung in die Augen geschaut. Darf ich das mal so sagen? Aber wie gesagt, das war auch wieder nur eine sehr kurze Zeit. Und da habe ich ihn noch, und da fuhr er nochmal und grüßte nochmal nach allen Seiten. Aber das ging so ohne Protokoll. Warum er nicht länger im Kurhaus war, weiß ich nicht, hat mir auch keiner gesagt. Und da kam er relativ zurück und fuhr wieder relativ ins Hotel. Ja, und mit diesen Erinnerungen bin ich dann nach Hause gegangen. Und die interessant wurde ja dann erst, das werden Sie sich, seine Berlin, er fuhr ja weiter nach Berlin. Der berühmte Satz dann, ich bin ein Berliner, das kam, waren dann anschließend. Und was mich dann eben berührt hat, war, wie er später dann ermordet wurde. Und das hat mich damals doch in Erinnerung an diese kurze Zusammentreffen, hat mich das damals berührt, muss ich sagen. Und so ist die Zeit drüber hinweggegangen, bis zum heutigen Tag.